Ich habe vor, einen riesigen Food Forest zu bauen. So, Zeit für den großen, großen Meilenstein. Jetzt wird das erste Loch gesetzt. Und wir haben bereits angefangen. Der ganze Bereich hinter mir soll in mehreren Terrassen eingestuft werden. Und alles mit Naturmaterialien, alles mit den Materialien, was hier liegt. Und als Bonus ein kleiner Teich. Und das soll kein gewöhnlicher Food Forest werden. Ich möchte in diesem Wald Bauholz anbauen, wie ich hier schon haufenweise Eukalyptus habe seit 1,5 Jahren. Ich möchte Flechtmaterial, ich möchte gesunde Mutterbäume, die viel Laub abgeben, damit die Lebewesen, die Mikroorganismen, die Vögel, damit hier wirklich alle Lebewesen essen können. Das heißt, neben den Naturbauten wie Terrassen bauen und Teich bauen, wird es hier auch viele Permakultur-Skill-Tricks geben. Hier soll zum Beispiel ein großer Garten entstehen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir gleich mit dem Bau des Teiches. Der Teich soll genau hier entstehen. Und der Grund dafür ist diese scheinbare Quelle oder Wasserader. Hier fließt ein ganz, ganz kleiner Bach von Dezember bis April. Das heißt, jetzt ist es zum Glück noch trocken, ideal, um einen Teich zu bauen. Wer hat nicht als Kind schon mal einen kleinen Staudamm gebaut? Und jetzt vielleicht realisiert er, wie gut es damals funktioniert hat und wie einfach es ist, eigentlich Wasser anzustauen. Ich habe heute Morgen so einen kleinen Crashkurs gegeben und versucht es euch jetzt auch einfach mal zu erläutern. Ich hoffe, ihr seht es. Hier ist die vermeintliche Quelle, die ich vorhin, wo ich da saß. Und hier soll der Teich entstehen. Und das Ziel ist, das Wasser so hoch anzustauen, dass diese Terrasse hier auch mit Wasser versorgt werden kann. Das heißt, wir brauchen hier einen Überlauf und hier einen Überlauf. Und dann erkläre ich euch jetzt die Bautechnik. Ihr seht hier der Ursprung. So ist es jetzt aktuell. Wir haben hier das Gefälle und hier ist eine Strömung im Winter. Und was viele bei Terrassen machen, und dort funktioniert es auch, ist einfach diese Erde hier von diesem Bereich hier rüber zu kippen, dass man dann praktisch hier ein Loch hat und dann hat man einen Teich. So wird es auch funktionieren, aber sobald es mal richtig stark regnet und das Becken überläuft, wird auch hier Sand mit abgetragen. Und das heißt, bei jedem Regen wird es dann hier immer wieder abgetragen, bis es nach spätestens 2-3 Jahren oder vielleicht 10 Jahren dann wieder so aussieht. Deshalb kam ich mit dieser Idee. Wir haben hier wieder die Ursprungsform. Diesen Teil hier legen wir jetzt aber auf die Seite, statt es rüber zu kippen, und bauen hier einen Damm. Das heißt, ihr seht hier in Rot Bauholz. Das muss wasserstabiles Holz sein. Das heißt, entweder Eukalyptus oder Esche, sowas eignet sich gut. Und hier unten wird erstmal alles aufgefüllt mit Naturmaterialien. Und mit der Zeit wird das Wasser auch die Blätter und die ganzen Naturmaterialien langsam auflösen. Und diese Bautechnik habe ich vor über einer Woche hier gemacht. Und man erkennt richtig gut, wie sich das Wasser hier fast 20 cm anstaut bis da nach hinten. Und es ist jetzt auch mega interessant für mich zu beobachten, was hier alles angespült wird, wie das mit den Steinen ist und so weiter. Ich habe hier ein paar fette Dicke gemacht und wo es hier einbricht. Mein ursprünglicher Plan war, falls sowas passiert wie hier, dass das Wasser irgendwo lang fließt und so mehr oder weniger platziere, damit es dann immer höher wird. Das heißt, wenn wir hier einen Damm bauen und hier sich das Wasser sammelt, wird es, sobald es hier oben ankommt, das heißt, der ganze Bereich ist praktisch egal, aber all das Wasser, das hier oben ist, will da lang. Das heißt, dieser Pfeiler muss dann hier, ja, bei 10 cm kann es schon eine Tonne an Gewicht sein, die dann hier drauf drückt. Dann kommen wir jetzt auch zum Terrassenbau, weil das mehr oder weniger ein sehr ähnliches Prinzip ist. Aber ich erkläre euch, warum es so nicht funktionieren würde. Also man kann sich vorstellen, die ganze Erdmasse hier, da wirkt die Schwerkraft immer nach unten. Immer. Und diese Linie von der Erde drückt das Wasser hier lang. Das heißt, bei Wasser wirkt die Schwerkraft immer in Fließrichtung. Jetzt ist bei Terrassen die Sache, dass man in der Regel keine tonnenweise Wasser hat. Und deshalb kann man sich die Schwerkraft zugunsten machen. Genau, wir haben hier jetzt wieder das Gefälle. Das heißt, wir können dann hier schon mal die Spitze hier runter abtragen, dass man hier, sage ich mal, so eine kleine Schräge hat. Weil für diese Schräge, da kann man jetzt einfach wieder die Lasagne-Technik anwenden. Und zwar durch die Schräge, wenn man hier nach oben geht, dann wieder mit Schotter und Naturmaterialien auffüllt, dann hier wieder nach oben und mit dem Wissen, dass die Schwerkraft immer nach unten wirkt, tut dieser Schotter, den man von hier darauf kippt, die ganzen Stämme hier, die ganzen Äste richtig befestigen. Das heißt, wenn alles funktioniert mit der Schwerkraft, dann bin ich hier jetzt höher,
wie das Wasserlevel und dann müsste ohne Strom, ohne gar nichts hier Wasser fließen können. Dass man hier dann auch eine schöne gerade Kante machen kann. Und das füllt man dann am Ende, das heißt dieser Überstand, den man dann hat, füllt man dann einfach hier am Ende auf und so erhält man dann eine Terrasse. Und wie gesagt, die Schwerkraft wirkt hier immer nach unten, nur wenn man hier jetzt wässert, aber beim Gärtnern sind es meistens vielleicht 50 bis 100 Liter. Das kann, sollte das aushalten können. Für mich war das am Anfang wirklich ein bisschen schwer zu glauben, dass die Schwerkraft so nach unten wirkt. Aber ich habe das bei dieser Terrasse gemerkt. Ich habe manche Terrassen nur aus Büschen gebaut. Wenn man sich die Pfeiler anguckt, die sind locker. Ich könnte die jetzt alle wegnehmen. Ich könnte sogar das Holz hier wegnehmen und die Terrasse würde immer noch stehen. Aber sobald der Regen kommt, wird die Terrasse weggeschwemmt. So, das erste kleine Problem hier, die Pfeiler haben jetzt alle wunderbar funktioniert, das war echt überraschend einfach. Und wenn ich hier reingehe, dann höre ich und spüre ich jetzt schon, dass ich auf Stein triff. Und ja, wie gehe ich jetzt vor? Ich gucke jetzt einfach noch ein Stückchen weiter. Ihr seht das jetzt live. Ah, hier sieht es schon deutlich besser aus. Ja, das schauen wir, aber wir wollen auf einer Linie bleiben, weil manchmal passiert es, dass hier gar keine dicken Felsen sind, sondern nur kleine Steine, die halt, ja, hier, ah ja, also Glück gehabt, war scheinbar nur so ein kleiner Stein. Das Ding ist, wie ich euch erklärt habe, das wird hier sowieso alles aufgefüllt, das heißt, die Pfeiler kriegen sowieso nochmal Stabilität. Da müssen wir gucken, weil hier sind lauter solche Steine, wie wir da vorankommen. So, Problem gelöst. Ich würde behaupten, die sind jetzt schon relativ stabil genug, sage ich mal. Also alle noch wackelig. Ich habe das Problem jetzt so gelöst, dass ich das einfach festgestopft habe. Das heißt, ich bin mit dem Metalldinger reingegangen, um ein Loch zu machen, so tief wie es geht. Habe dann Erde reingemacht, habe das festgestampft. Oben dann nochmal ein Stück abgesägt von dem Eukalyptusstamm, damit ich die passende Höhe herausfinde. Und jetzt nebendran dann nochmal Pfeiler gesetzt und ich denke, das sollte jetzt halten. Das heißt, ab jetzt wird das gemacht, was ich euch vorhin erklärt habe. Jetzt füllen wir hier alles auf. Morgen und übermorgen soll es regnen. Also bin ich mal gespannt, ob wir dann am Freitag schon hier Wasser haben. Puh, das war wieder Arbeit, aber schaut sich an, ich würde sagen, die ersten 50 cm sowas sind gemacht. Ja, 50 cm ist natürlich jetzt noch überhaupt nicht dicht. Das heißt, ich brauche jetzt praktisch Wasser, um das erstmal dicht zu bekommen. Das heißt, in den ersten Wochen erwarte ich hier eigentlich, dass nichts wirklich abdichtet, außer das Loch, weil die Erde hier ist komprimiert. Das heißt, vielleicht sehen wir am Freitag hier Wasser. Ich melde mich mal jetzt nach einem Tag Regen. Also Wasser hat sich noch gar nichts gesammelt. Aber man kann jetzt zumindest mal komprimieren. Und 8-9 Stunden später, es hat jetzt richtig heftig geregnet. Und wir haben Wasser im Pool. Richtig, richtig geil. Also hier fließt nirgendwo Wasser. Aber hier ist und auch hier fließt kein Wasser. Richtig gut. Jetzt kriegt man schon mal einen Einblick, wo dann die Terrasse sein soll. Nochmal 12 Stunden später. Es hat jetzt über Nacht nochmal ordentlich geregnet und schaut es euch an. Also genau hier, wo wir gebuddelt haben, dort scheint sich das zu sammeln. Ich denke mal, ab hier fängt es dann an durchzusickern. Das heißt, die Mission ist das jetzt dicht zu bekommen. Und
und nochmal 3-4 Stunden später. Es hat jetzt nicht geregnet und die Sonne scheint jetzt seit einer Stunde ungefähr. Und wir haben immer noch Wasser. Jetzt bin ich gerade dabei, den Überfluss zu kreieren. Ich habe jetzt mal alle Pfeiler gesetzt, habe die noch so ein bisschen verflochten, dass die alle zusammen halten. Und jetzt will ich hier einen Überlauf haben. Ich habe das schon mal grob markiert, damit dieser Bereich dann bewässert werden kann. Dafür habe ich diese schönen toten Stämme gefunden. Und bevor wir damit aber anfangen, will ich jetzt erstmal gucken, wie hoch ich den Überfluss überhaupt mache. Das heißt, ich will jetzt hier erstmal wieder alles level machen. Ich will den Bereich noch gescheiter abdichten, weil für mich sieht es nicht so ordentlich aus. Mal gucken, ob da unten Wasser durchfließen wird. Aber ich würde sagen, dann gehen wir ran ans Bauen. Und ey, voilà, jetzt nimmt doch alles mal richtig Form an und sieht langsam aus wie ein Teich. Ich habe jetzt versucht, hier überall alles relativ auf eine Ebene zu machen. Das Wichtige ist, dass wenn das Maximum hier erreicht ist, dass es irgendwo ablaufen kann. Das heißt, ich habe einmal hier so eine verflachte Stelle, dass es dort durch kann. Und dann einmal hier. Dieser Pfeiler, den habe ich auch gesetzt, um ja, den Überlauf zu machen, damit ich hier dann die Terrasse wässern kann. Das heißt, sobald das Wasser hier unten rankommt, heißt es, dass es hier drüber ist und überläuft. Und dann will ich hier so eine Tür machen, dass ich es aufmache. Und ich habe jetzt ein richtig tiefes Loch gemacht. Vielleicht seht ihr den Schlauch hinten. Ich will hier an der tiefsten Stelle noch einen Schlauch reinmachen, dass, falls das Wasser jetzt mal nicht überläuft, ich aber trotzdem Wasser haben will, dass ich dann Wasser haben kann. So, neuer Tag, neues Glück. Jetzt geht's an den wahrscheinlich wichtigsten Part, der Überlauf, damit auch ja nichts alles kaputt geht. Ich lese euch hier mal aus der Vogelperspektive, das ist der Teich, das ist der Tannenstamm. Und das Ziel ist das Wasser bei Starkregen links und rechts überlaufen zu lassen, damit die Strömung hier schön weiterfließen kann. Weil die Schwierigkeit ist, wir haben es hier mit fließendem Gewässer zu tun. Das heißt, hier wirken immer Kräfte drauf. Und damit die Terrasse schön geschont wird und nicht so viel Kraft hier drauf wirkt, damit die Pfeiler nicht so viel aushalten müssen, leitet man das Wasser in der Regel links und rechts ab, weil man merkt dann auch schon, hier in der Mitte wirkt das Wasser wahrscheinlich immer noch direkt auf die Pfeiler, also auf die Terrasse. Aber mit der Strömung fließen dann auch die Kräfte von hier Richtung Überlauf. Hier in Rot markiert die Überläufe. Zusätzlich will ich dann noch hier einen Bewässerungsgraben für die Terrasse machen. Das heißt, ich werde hier Steine einsetzen. Ganz wichtig, überall wo Wasser fließt, sollten dann auch Steine oder Holz zumindest sein. Sand wird einfach weggespült. Und hier habe ich es noch markiert, unter den Steinen will ich dann noch den Schlauch verlegen, damit der dann auch geschützt ist. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal Steine sammeln, dann bringe ich die Tanne her, setze den Schlauch ein und dann geht es an den Bau von dem Bewässerungsgraben und dem Überlauf. Freunde, ich kann es nicht wahrhaben, aber es ist getan. So richtig zufrieden bin ich nicht. Ich muss sagen, die Pfeiler sind nicht so stabil. Ich habe echt ein bisschen Sorge, wenn es immer richtig regnet, ja, dass es einbricht. Da bin ich mal gespannt. Ich habe hier auf jeden Fall 2 Überläufe gemacht. Immer geguckt, dass die Ränder mit Steinen belegt sind. Hier mache ich mir einmal Sorgen, dass es dann sich hier den Weg zum Beispiel sucht. Aber ich hoffe, dass es hier geht. Aber hier ist es auch ein bisschen höher wie dort. Das heißt, es sollte hier zuerst ablaufen, falls es überhaupt jemals so hoch kommt. Weil wir sehen, wir haben jetzt hier schon die ganze Zeit, seit über einer Woche Wasser. Und es kommt hier unten durch. Also ich vermute, hier unten ist eine Sandschicht und das Wasser sickert ab. Aber das werden wir dann im hohen Winter sehen, wenn es jetzt, ja, ich sag mal im Dezember. Weil ich habe jetzt hier auch einen Schlauch hingemacht und da bin ich mal richtig gespannt, wie das funktioniert. Das heißt, wenn ich den jetzt runterdrücke und ich hier alles richtig gemacht habe, müsste dort Wasser durchfließen. Damit warte ich aber noch. Ich will da vorne noch einen Filter dran machen. Aber ich habe den jetzt hier unten verlegt, habe dann eine Steinschicht oben drauf gemacht
Und dann sieht man den jetzt hier wieder rauskommen. Das heißt, das soll alles noch verbuddelt werden. Dann kommt der Schlauch hier hin. Und dann müsste ich nur über die Schwerkraft die Terrasse hier unten bewässern können. Das heißt, wenn alles funktioniert mit der Schwerkraft, dann bin ich hier jetzt höher wie das Wasserlevel und dann müsste ohne Strom, ohne gar nichts hier Wasser fließen können. Das wäre dann für die Terrasse und für die hier habe ich diese Konturline, nennt man das auch. Das heißt, die soll alles schön level sein. Und bei diesem Überlauf mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Also ich habe noch so einen Stein, der ist noch 3 cm größer, weil ich habe die Befürchtung, dass wenn das Wasser mal überhaupt bis hierhin ansteigt, dass es hier abflüchtet. Und ich habe das jetzt alles hier aus Stein gemacht. Das heißt, auch hier sind Steine. Und meine Idee ist es dann anzuheben. Ihr seht's. Und dass ich dann bewässern kann, wenn ich will. Aber da bin ich ein bisschen skeptisch. Und genau. Und jetzt soll hier alles drumherum dann bepflanzt werden. Wie genau, muss ich noch sehen. Auf jeden Fall von euren Spenden. Und wenn du Lust hast, aktiv an diesem Projekt teilzunehmen, habe ich in der Videobeschreibung einen PayPal-Me-Link, einen Spendenkonto-Link. Dort kannst du mir gerne was spenden. Wie ich das ganze Jahr gesagt habe, ab 10 Euro pflanze ich einen Baum für euch. Und somit kommen wir auch zu der nächsten Spende. Du hast mir 20 Euro gespendet mit einem sehr, sehr lieben Hinweis. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe noch nicht alle 20 Euro ausgegeben, aber 12,50 Euro für diesen Nektarinenbaum. Und der wird dann hier gepflanzt. Und nicht nur dein Baum wird hier gepflanzt, sondern alle Bäume, die ihr mir in den letzten 6-7 Monaten gespendet habt. Ich muss das alles nochmal genau zusammenzählen, das seht ihr dann in einem Zuschauervideo. Aber ich denke, wir müssten schon an die 20 Bäume zusammen haben. Wir haben jetzt, Max, von dir den Maulbeerbaum und den Sperro, Hauke von dir die Himbeere und jetzt noch die Nektarine. Und die sollen hier alle gepflanzt werden, beziehungsweise auch hier. Wir sind hier in der Food Forest Design Schicht Nummer 1. Hier in der Schicht Nummer 2 und wie ich das dann alles genau bepflanze, könnt ihr mitbestimmen. Das heißt, wenn ihr euch auch so gut auskennt wie der Max, wegen Sperro zum Beispiel Maulbeere, dann schreibt gerne in der Spende beim Hinweis mit dazu, was für einen Baum ihr euch wünscht. Wenn ihr nichts dazu schreibt, dann suche ich mir einen aus. Ich habe hier zum Beispiel eine Haselnussrute, ich habe hier eine Trauerweide und genau, ansonsten wünscht euch was ihr wollt, aber beachtet, ich lebe hier in Portugal, sowas wie Papaya oder Banane oder sowas. Sowas wächst hier nicht, aber da werde ich euch dann natürlich auch Hinweise geben. Ich habe viele Projekte auf einmal zeitgleich laufen, deswegen kommentiert gerne in den Kommentar, welches Projekt euch interessiert. Wir bereiten zum Beispiel einmal hier die Feuerstelle vor. Dann, lieber Frank, ist deine Spende angekommen, beziehungsweise nur 80%, 3 von den 4 Teilen sind angekommen. Und dann verschalten wir das Gleichstromsystem, wenn das euch interessiert, schreibt es in die Kommentare. Last but not least, die Autodusche. Hier nochmal ein kleines Update. Ich habe jetzt mal einen Eimer mit Kristallstein geholt, das soll alles noch gemacht werden. Auch wenn ihr hier nicht kommentiert, dass ihr es nicht sehen wollt, in den Zuschauervideos zeige ich euch dann eure ganzen Spenden. Hier wurde fast alles von euren Spenden finanziert. Von daher sind Spenden jetzt gerade wieder sehr, sehr herzlich willkommen. Jetzt ist wieder die große Baumpflanzsaison. Und da bin ich mal gespannt, wie dieses neue Chapter beginnt. Auch in einer Woche kommen 2 weitere Gäste, die hier Langzeit bleiben. Ihr YouTube-Zuschauer, ihr Community, wir Community. Wir werden uns jetzt hier in echt treffen und zusammenleben. Und ja, wird ein spannendes Kapitel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß, euer Robin. Jetzt habe ich es doch tatsächlich vergessen. Wenn ihr gefilmt haben wollt, wie ich hier die nächste Terrasse baue, dann schreibt es in die Kommentare.